Seele verkauft. Für 5,99 bei Aldi. Oh, viele Drachen, cool. Ja. Aber wenigstens hat die letzte Attacke so eine coole Animation. Ich richte den Arm gen Himmel und ein Meteor fällt hernieder. Das ist schön. Ach ja. Irgendwie, wenn ich Torchlight spiele, möchte ich immer gleich noch ein Diablo LP hinterher hauen. Mache ich auch irgendwann mal. Also Diablo 2 dann. Einer meiner Viewer will ja Diablo 1 LP machen. Wenn das schön ist, dann mache ich auch ein bisschen Werbung dafür. Und ich mache dann Diablo 2 RP wie How to Beat Baal in Hölle ohne Rüstung. In jeder Charakterklasse. Also ich mache es jetzt nicht für jede, aber ihr dürft euch dann bestimmt eine aussuchen. Mal schauen. Obwohl ich es mit Barbar noch nicht geschafft habe, also am liebsten eine von den anderen. Weil da hätte ich es nämlich schon. Und hier ist wieder diese coole Kämpferin. Oh, Zauberin. Der coole Boss. Die hält aber auch was aus. Wahnsinn. So. Oh. Geil gemacht. So. Okay, ich brauche mal eine ganz kurze Verschnaufpause. So, okay. Passt wieder. Der Diablo-Mann wäre dann vor allen Dingen für die Leute cool, die... Nein, Moment, es gibt niemanden, der Diablo nicht gespielt hat, aber vielleicht für die, die in Hölle Probleme hatten. Zum Beispiel ein Element Zauberin oder sowas. Nie weitergemacht haben. Sich dann mal ein paar fortgeschrittene Strategien anschauen und so. Wow, das war knapp. Denn aus dem Spiel kann man eine Menge rauskitzeln. Wenn man sich auskennt. Kann ich da rein? Nee, anscheinend nicht. Kann ich da rein? Schade. Och nö, ich dachte, ich habe hier schön ein Portal gefunden und so. Und dann darf ich nicht. Na gut. Aber da hinten ist irgendwas. Ich habe eh das Gefühl, dass ich wahnsinnig viel schon übersehen habe. Weil ich hier so ein bisschen planlos durch die Gegend streife. Naja, vielleicht finden wir noch den einen oder anderen guten Gegenstand auf dem Weg. Vielleicht mal wieder ein schöner blauer oder gelber Stab. Oh, Shrine of Enchantment, das ist schön. Sowas freut mich doch. Und da hinten geht es anscheinend zu einem Portal, was ich auch nutzen kann. Oh, Shrine of Enchantment, was nehmen wir denn da? Assassin's Glows... Cosmetic Cable, das will ich nicht kaputt machen. Das ist natürlich immer eine schwere Entscheidung. Ich nehme die. Schön. Irgendwas ist jetzt mehr geworden. Ich glaube, plus 12 Strands oder Magie oder sowas. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall was ganz Tolles. Und meine Tiere gehen jetzt zu schnell drauf, finde ich. Ich passe nicht genug auf. Ich glaube, Goblin Hound wäre eine gute Variante. So. Increased Mana Magic Find, Increased Gold Find. Das könnte ich auch mal machen. Dann noch Rüstung. Hier ist viel Feuerschaden. So. Voll gebufft geht's weiter. Und hier runter. Das finde ich ein bisschen schade, dass wenn es so einen Ebenenwechsel gibt, dass die Attacken damit nicht mitmachen. Ich weiß nicht richtig. Mimic. Ah, Slowed. Das ist kein Mimic. Ne, Truhe. Oh, Falle. Noch schlimmer.
Bei manchen kann man ja echt schlecht ausweichen. A mysterious helmet. Cool. So. Die dürften ja leicht zu besiegen sein. Ist kein Boss drunter. Dachte ich's mir. Hm? Ja, gut. Funktioniert. Noch. So, Geheimnis haben wir schon mal gefunden. Also gehen wir hier weiter. Ja, ich suche jetzt nicht mehr alles ab. Ich hoffe, das ist nicht zu schlimm. Das wäre zwar besser für mein Leben, alles abzusuchen, aber... Nein. Ich will noch weiterkommen. Ich werde heute zwar wahrscheinlich noch nicht den Boss machen, weil ich erstmal checken muss, dass die Aufnahmen alle gut klappen und so. Was ich inständig hoffe. Ah. Ich habe nämlich rausgefunden, dass Outer City manchmal einfach ein bisschen spinnt. Und etwas zu schnell oder zu langsam aufnimmt. Also nicht synchron. Ah, blöde Fehlermeldung. Nicht Fehlermeldung, aber egal. Etwas asynchron mit Fraps. Habt ihr ja gemerkt. Ein paar Videos waren nicht synchron. Ich musste was rausschneiden. Ich musste ein paar Sachen verschneiden. Und dann irgendwann hatte ich gar keine Lust mehr und hab sogar nicht mehr auf drauf geachtet, dass der Ton ordentlich stimmt. Ah, dafür sind die Portale, also die können die benutzen. Gut. Wow, also vor diesen Uncharging, also diese Ansturmangriffen, muss ich mich echt in Acht nehmen. Ich meine, das ist unser einziger Tod gewesen. Ich kann mir vorstellen, dass es, wenn ich mich nicht in Acht nehme, unser zweiter auch wird. Ganz ehrlich. Für die Leute, die nicht wissen, wie ich meine Videos produziere, also ich schneide ja nebenbei mit Fraps Video und Ingame Sound und mit Outer City meine Stimme. Schneide es dann beim Rendern übereinander. Und wenn ich mir dann einfach so ein Stück raussuche, dass es passt von der Zeitlänge her und nicht überprüfe, ob das jetzt auch vom Sprachlichen passt, dann merkt man sowas mal schnell nicht, dass das asynchron ist. Und dann wundert man sich am Ende, warum man irgendwie nur noch halb so viel Audiospur übrig hat, wie man eigentlich bräuchte. Und glaubt mir, dann ärgert man sich, weil dann darf man das ganze Schneiden nochmal machen. Das ist ziemlich das, naja, nervigste an der ganzen Sache. Spielen tut man gerne, hochladen geht so nebenbei, aber schneiden ist, na, immer eine fiese Sache. Es soll ja möglichst synchron sein und alles. Dann soll die Lautstärke auch hinhauen. Dass man alles versteht. Naja. Gut. Dem Tier gebe ich jetzt endlich mal eine Potion. Das kann ja nicht wahr sein hier. Irgendwie finden wir wenig Tränke, habe ich das Gefühl. Ist nicht gut. Gar nicht gut. Viel zu wenig Tränke. Auf einigen, das heilt ihn kaum. Wie viel Leben hat... War 4000. Warum habe ich nicht so viel? Ich habe nur 1700.